Ein schwerer Verkehrsunfall forderte am Sonntagmorgen die Rettungskräfte bei Neuhausen. Ein 51-jähriger Fahrer einer Daimler-Benz B-Klasse befuhr die A8 in Richtung München. An der Anschlussstelle Neuhausen kam der PKW im Kurvenbereich aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, schanzte über einen Erdwall, überschlug sich und kam zum Stillstand. Hierbei wurde der Fahrzeuglenker eingeklemmt und schwer verletzt. Die Erstlage beim Eintreffen des Erstfahrzeuges war diese, dass die Autobahnpolizei und auch Ersthelfer schon vor Ort waren. Zwei Personen waren schon aus dem Fahrzeug befreit. Die eine Person wurde von der Polizei reanimiert. Die andere Person wurde von den Ersthelfern betreut. Und von weiteren Ersthelfern wurde dann die eingeklemmte Person im Fahrzeug betreut. Wir haben dann die Rettung mit hydraulischem Gerät vorbereitet. Dann wurde vom Rettungsdienst entschieden, dass die Person relativ schnell, im Prinzip eine Crashrettung vorgenommen werden muss. Das haben wir dann mit hydraulischem Gerät gemacht und die Person wurde dann auch befreit und dem Rettungsdienst übergeben. Diese Person wurde dann mit dem Rettungshubschrauber abtransportiert. Die 48-jährige Beifahrerin wurde schwer verletzt. Der Fahrer erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Die 59-jährige Insassin im Fond erlag ihren schweren Verletzungen in einem Krankenhaus. Also zur Versorgung der Schwerverletzten hatten wir hier vor Ort 4 Rettungswagen, 2 Notarzteinsatzfahrzeuge und einen Rettungshubschrauber Notarzt besetzt. Der Sachschaden beträgt 15.000 Euro. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Feuerwehren aus Neuhausen und Ostfildern waren mit 8 Fahrzeugen und 41 Einsatzkräften, die Flughafenfeuerwehr Stuttgart mit 4 Fahrzeugen und 10 Einsatzkräften vor Ort. Zur Verkehrsunfallaufnahme waren 5 Streifenwagen der Polizeipräsidien Ludwigsburg und Reutlingen im Einsatz. Zeugen werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizeidirektion Ludwigsburg unter Telefonnummer 0711 68 69 0 in Verbindung zu setzen.